my girls are out tonight. Check in the mirror, we looking tight. All of the boys do double takes. Eyes on the prize, let me up the stakes. Who you kicking with? I know, let's go. Let's get into it. Who you riding with? Let me show you what you need. Hi zusammen, als erstes brauchen wir natürlich ein paar T-Shirts, eine Stoffschere, Nadel und Faden bei Bedarf oder auch gerne eine Nähmaschine. Und wir beginnen als erstes hier mit dieser einfachen Tasche. Als erstes breiten wir das T-Shirt vor uns aus und ich habe jetzt hier als Referenz so eine einfache Stofftasche genommen, damit ich so ein Maß dafür habe, wie das aussehen soll später und habe mich dann hier passenderweise genau unter dem Muster festgelegt, drehe das T-Shirt einmal rum und nähe dann hier jetzt in dem Fall mit der Nähmaschine dieser Linie entlang. Ihr könnt es aber auch gern von Hand nähen oder auch einfach eine Knottechnik verwenden, dass ihr gar keine Nähmaschine braucht oder Stoffkleber benutzen. Dann haben wir schon den größten Teil getan. Unsere Tasche ist unten schon fertig. Jetzt müssen wir oben noch die Henkel machen. Und die mache ich jetzt denkbar einfach ganz ohne Nähen. Schneide einfach den Kragen aus, dehne das Ganze ein bisschen. Und seitlich schneide ich dann wirklich nur das Bündchen ab. Ihr könnt auch den kompletten Ärmel lösen. Aber dadurch, dass ich nur das Bündchen abschneide und das dann so reinklappe, sind die Träger doch noch etwas stabiler und fester. Das Ganze könnt ihr natürlich jetzt auch schon so lassen oder ihr nehmt einfach noch solche übrig gebliebenen Stücke, wie ich das jetzt hier mache und bindet die Träger zusammen. Ihr könnt die Schleifchen dann auch noch abschneiden oder dran lassen. Ich finde es so ganz schön, wie es jetzt ist. Weiter geht es dann mit der Tanktop-Variante und den offenen Seiten. Dazu verwende ich jetzt auch wieder ein einfaches T-Shirt mit Print und schneide erstmal hier den Kragen aus. Und allgemein als Tipp, probiert das T-Shirt immer wieder zwischendurch an und passt diesen Kragen und auch die Ärmel eurer Körperform an, also wie weit er ausgeschnitten sein muss. Das muss einfach zu euch passen. Deswegen probiert es an und legt dann das T-Shirt so aufeinander, damit ihr an der Linie entlang schneiden könnt und die beiden Seiten dadurch auch identisch sind. Für den Komplettlook schneide ich dann auch noch unten das Bündchen ab, dann passt alles schön zusammen und das Tolle ist, der Stoff löst sich nicht, man muss ihn nicht umnähen und ja, so passt alles gut zusammen und als besonderes Highlight schneide ich jetzt am Rand noch circa so 1,5 bis 2 cm rein auf beiden Seiten. Und das könnt ihr natürlich auch nach Belieben machen, die Länge und auch die Abstände. Und dann ziehe ich das schön kräftig auseinander, so wie ihr es jetzt hier seht. Und dadurch wird das T-Shirt nochmal lockerer und es sieht einfach auch spannend aus. Mir gefällt es sehr gut und hier seht ihr das Ergebnis. Nun kommen wir zur zweiten Tanktop-Variante, die so ein bisschen figurbetonter ist und wie ich das gemacht habe, zeige ich euch gleich. Und als erstes schneide ich hier wieder den Kragen aus, dieses Mal aber unterschiedlich vorne und hinten, das heißt vorne ist ein bisschen weiter ausgeschnitten, entferne die Ärmel und ebenfalls auch das Bündchen unten. So, die Grundlage haben wir geschafft, aber da das Ganze eigentlich ein Männershirt war, ist es nicht an die weibliche Körperform angepasst und dafür schneide ich jetzt genau in der Taille ein kleines Löchlein rein, wirklich sehr, sehr klein, weil es dehnt sich ja noch und nehme ein kleines Stück Stoff, was ich vorhin ja abgeschnitten hatte und binde dann durch das Armloch das Ganze zusammen und raffe somit ein kleines Stück vom Stoff und dadurch passt sich das Ganze viel, viel schöner an der Brust an und auch eben an der Taille. Als nächstes wurde ich ein bisschen kreativ mit den abgeschnittenen Ärmeln. Das könnt ihr jetzt als Kette sehen oder als Schal oder eben auch was ganz anderes mit den Teilen machen. Ich finde es einfach toll, wenn man nichts wegschmeißt, sondern dann wirklich noch was draus bastelt, wenn man sowieso schon kreativ ist. Und in diesem Fall, seht ihr ja, habe ich mir diese Teile so zurechtgeschnitten und die Bündchen untenrum entfernt und schneide dann seitlich mehrere solche Schlitze rein. Und anhand dieser Schlitze habe ich das einfach zusammengeknotet. Und dann lege ich diese beiden Teile aufeinander und habe das Bündchen vom schwarzen T-Shirt genommen und verwende das jetzt als Träger. Also seitlich 2 Löchlein rein und dann ohne zu nähen, ohne aufzuschneiden, ziehe ich das mit der Schlaufe durch, das gesamte Teil und habe somit dann 2 Träger.
Ja, und dann nur noch die zwei weißen Teile auch noch dran befestigen mit den kleinen Bändchen. Und dann sieht es so aus. Man kann einfach kreativ rumprobieren und ich finde es eigentlich ganz schön, weil man mit diesem Teil ein schlichtes Shirt doch etwas aufpeppen kann. Und dann könnt ihr gerne noch Fransen reinschneiden und eben eurer Kreativität freien Lauf lassen. Auch das letzte Stück Stoff soll noch Verwendung finden. Damit machen wir jetzt einen Haarschmuck. Das ist das Bündchen von dem weißen T-Shirt. Dazu lege ich als erstes eine Schlaufe vor mich, greife dann mit den Fingern unten durch und produziere so die nächste Schlaufe. Und damit das Ganze so ein bisschen einfacher wird, lege ich das so vor mich hin. Das heißt, dass ein Band nach oben zeigt und ein Band nach unten. Und nehme immer das untere, ziehe es durch die Schlaufe durch. Und dann könnt ihr von oben nach unten ziehen, wie ich es jetzt mit der linken Hand mache. Und dadurch festigt ihr die Schlaufe von zuvor. Und wenn euch diese Schlaufe insgesamt zu groß wird, könnt ihr unten am Bändel ziehen. So sagen wir hier am Bändel. Ja, am Band. Und dann machen wir wieder die nächste Schlaufe, ziehen die fest. Und so machen wir das, bis die Größe von dem ganzen Band um unser Kopf passt und das Ganze eben die gewünschte Form annimmt. Und wenn ihr das Ende erreicht habt, ihr solltet zwischendurch halt mal testen an eurem Kopf, ob das passt. Und dann könnt ihr, wenn das passt, am Ende das Band aufschneiden und einfach festknoten. So, das war's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Und falls ihr diese Videos noch nicht gesehen habt, könnt ihr mal draufklicken. Und wir sehen uns dann am Dienstag wieder. Bis dann. Ciao.